Ausgesteckt. Ein Wort, das viele Weinliebhaber immer gerne hören, zeigt es doch den jeweils offenen Heurigenbetrieb an. So auch beim Heurigen Babler Blum, der zum Auftakt mit einem stimmungsvollen Schrammelabend aufwartete. Dreiskirchen, Schrammeln, passt gut zusammen. Ja, es ist ja irgendwie Tradition. Gehört unbedingt zusammen. Zumindest früher war es so. Heute sitzt jeder gern auf einem Sessel und auf einem Tischl und braucht keinen zweiten dazu. Das ist der Zug der Zeit. Wenn man sich aber ein bisschen umschaut, das Lokal ist voll. Wir haben gerade ausverkauft. Das heißt, Schrammelmusik ist nach wie vor bei den Gästen sehr beliebt. Ja, aber die richtige Tradition von früher ist leider vorbei, das muss man schon sagen. Die meisten Gruppen spielen natürlich hervorragend, aber eben konzertant und das hat auch seinen Preis. Eines unserer Ziele war ja damals mit unserem Konzept, die heurigen Tradition, die wirklich die traditionelle Heurigenkultur wieder aufleben zu lassen und auch mit einem Kulturprogramm und so sind halt die Schrammelmusik ist halt ein großer Bestandteil traditioneller Heurigenkultur und in meiner Verwandtschaft haben wir einen original Schrammelspieler und das haben wir ausgenutzt und man sieht, die Hütte ist voll, denen Leute gefällt und sowas findet man heute selten und uns freut es, dass wir das veranstalten können. Ich freue mich sehr darüber, dass diese alte Tradition wirklich belebt wird. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend war bei jedem Heurigen zumindest ein Ziehharmonikaspieler und irgendwie hat das Ganze mit dem Wein, mit der Gemütlichkeit zusammen eine Einheit gebildet. War sehr harmonisch und für mich als Musiker sowieso sehr, sehr schön. Na, vor allem bei einem guten Wein und vor allem einem Vorarlberger Bergkäse. Genau, das ist eine unserer Spezialitäten. Ein 11 Monate gereifter Vorarlberger Bergkäse aus dem Bregenzer Wald. Heute haben wir auch einen Lumpensalat, eine Vorarlberger Salatspezialität auf dem Programm. Es gibt auch einen Schweinsbraten, den meine Mama jeden Tag frisch kocht. Und viele, viele andere feine Dinge, die den Leuten auch schmecken. Das merkt man natürlich auch. Wir sind zusammen.